Ach ja, Tech-2-Items gab es früher gar nicht. Tech-2-Schiffe gab es gar nicht. Mining Barges gab es nicht. Und Examen habe ich ja vorhin schon erwähnt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Play EVE Online. Heute findet, wie schon angekündigt, das erste Mining-Event statt und wir haben uns auch hier in einer illustren Gruppe, die ihr hier in der Fleet sehen könnt, zusammengefunden. Und wir wollen jetzt zusammen ein bisschen minen, um daraus dann irgendwann ein paar Scorch-Heavy-Missiles zu produzieren. Ich dock jetzt einfach schon mal ab und während die ganze Aktion läuft, werde ich nebenbei auch ein bisschen was erklären. Wobei ich ja schon mal ein Mining-Tutorial gemacht habe. Also die Grundprinzipien solltet ihr jetzt schon mal verstehen. Ich sag mal Hallo in die Gruppe. Moin. Moin, moin. Moin, moin. So. Ahoi. Wo seid ihr? Ah, da seid ihr. Wo geht's hin? Fleet Warp? Fragezeichen. Ja, irgendwie ja. Ich wurde geworbt. Du wurdest geworbt, ich nicht. In welches Bett geht es denn? Von alle geworbt. Ich folge euch einfach dann gleich mal. Boah, ich fahre sogar noch vor der Venture hier. Ja, du hast ja gecheatet. Ausgerichtet. Er hat sich einfach ausgerichtet, das war alles. Ausgerichtet war ich auch, ich stand nur ein paar Kilometer weiter hinten. Boah, der Wahnsinn. Ich baue 200 Kubikmeter pro Miner in 60 Sekunden ab, Leute. Das, Ja, warte, gleich wird's mehr. Das muss ich einer mal reinziehen hier. Kommt die Orca. Ich hab 116 pro Miner. So. Okay, dann stürzen wir uns mal auf die Ruinen. Wie viel Kargo habe ich hier drin denn? 25. Nicht. Was habe ich denn hier? Ah, 5000. Wow, ist aber viel. Wie weit kommt das Ding hier? 20 Kilometer. Nice. Schaffe doch fast das ganze Bild. Und ihr könnt dann einfach den ganzen Spaß in die Orca reinschmeißen, in den Flottenhangar. Yay. Wo ist die Orca? Ah, da ist die Orca. So, wir wollen... beziehungsweise ich will Scorch Heavy Missiles produzieren. Und alleine wäre das ziemlich blöd, weil ich da gefühlt einen Monat bräuchte, um ein paar Missiles zu produzieren, wenn ich das alles selbst abbauen würde. Deshalb habe ich ja schon gesagt und im Vorfeld angekündigt, wir machen alle zusammen mal ein paar schöne, lustige Mining-Events, damit wir hier vorankommen in dem Let's Play, bis ich irgendwann vielleicht auch mal mit dem Charakter hier ein ordentliches Mining-Schiff fliegen kann und ein bisschen was forschen kann und so weiter. Ich gehe jetzt hier gerade mal ins Industriefenster. Wir haben hier Scorch Heavy Missiles und wir brauchen im Moment 820 Tritanium und 2 Noxium, um einen Run durchzuziehen quasi. Und so ein einziger Run produziert nicht eine einzige Missile, sondern 100 davon. Das waren vor dem Patch noch 1500 für die gleichen Materialien. Das heißt, man muss jetzt ein bisschen was mehr schaffen als vorher. Ich habe diesen Blueprint hier schon mal vor 3 Tagen etwa in die Forschung geschmissen, damit er erforscht ist, wenn man dann irgendwann mal bauen kann, beziehungsweise Zeit und Material erforscht. Und ich habe gestern zufällig mal reingeschaut, wie denn bei meinem, ja, sag mal, Industrie- und Science-Charakter so da die Werte sind und zum Beispiel um hier Materialeffizienz aufs Maximum bei so einem Blueprint zu erforschen, brauche ich 3 Tage. Und mit dem Charakter brauche ich über 5. Also ich brauche 3 Tage und ein paar Stunden und hier 5 Tage, 22 Stunden waren das, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ihr habt es ja im letzten Video gesehen. Das Ganze
kommt dann natürlich auch nochmal für die Zeiteffizienz rum. Ihr seht, in 2 Tagen ist er hier durch. Dann werde ich den auch hier in die Zeiteffizienzforschung schmeißen. Im Moment sitze ich noch in der Venture. Die Retriever kann ich leider noch nicht fliegen. Da fehlen mir noch die Skills. Einige. Ich kann sie hier gerade mal vorführen. Was haben wir denn hier alles? Mir fehlt noch Astrogeologie auf 3. Mining Barge auf 1. Und Industrie auf 5. Also wird noch einen Moment dauern, bis das Ding fliegen kann. Und dann muss ich natürlich auch noch schauen, wie das mit Strip Miner und den Kristallen aussieht irgendwann. Naja, kriegen wir es schon hin. Ich merke schon, es ist ein wenig Stille hier im TS, aber ich rede wahrscheinlich auch zu viel gerade. Ich kann ja allgemein so viel reden wie ein Wasserfall. Boy, lebst du noch? Nee. Boy ist tot. Aber Boy meinert, glaube ich, auch nicht mit, der ist im Null unterwegs, sagt er. Der ist doch dabei. Der ist dabei? Wo haben wir denn? Dree Beam, ah, da, haha. Haben wir ihn erwischt. Dree, du hast nur einen Miner aktiv. Die Rewards platzen auch so schnell hier. Ja. Du könntest ins Nachbarsystem, da sind 2 Hidden Bells. Ja, da warst du schon, ich sehe das in deinem Vorteil. Nee, ich hab's nur bei den Durchflügen gesehen. Ja, ich hab vor vorne einen anderen Hidden Bell. Hab vergessen, den Hangar leer zu machen. Mir aufgefallen. Sag mal, Kapi, wie viel Kilometer ist denn die Orca ungefähr von den Ruinen weg? Weiß ich nicht, ich glaube, die Orca verfolgt mich. Ja, ich hab drin. Gute Frage. Die Orca, also ich stehe 15 Kilometer von den Reuts. Okay, weil dann fliege ich nämlich mal Richtung Orca. Anstatt hier dumm in der Gegend rumzueiern. Der ist die Venture da. Echt, die Ruinen platzen hier wirklich schnell. Ist ja krass. Feldspar sind im Durchschnitt 30.000 drin. Oh Mann. Ja, Scott sieht auch so wie Dreh. Aus beste Belt hier unter. Hier im System. Oh yeah. Ja, 09er halt. Naja, gut. Für den Anfang. Ich kann's noch sagen. Headbergy, Thermofeed und Jaspid Belt haben wir im Nachbarsystem. Irgendwie ist da im Wechsel viel noch. Fleet Invite, ne? Fleet Invite, please. Okay. Noch einer mit CSPA-Gebühr. Moment, ich mach nochmal den TS in die Motte, die damit. Der steht auch da. Kannst du von deinem Charakter einfach mal eine Nachricht in den Dex-LP in deine Anwesenheit bestätigen? Sekunde. Der ist schon im. Der ist schon drin. TS sieht so leer aus bei dir. Ja, das ist normal, dass der TS leer aussieht bei dir. User was moved to your channel. Danke fürs Ziehen. Ist normal, dass der TS leer aussieht, weil man niemand sehen kann. Mahlzeit. So. Mahlzeit. Servus. Ah, ich sehe schon. Mining-Tag. Ja, Mining-Tag fürs LP. Oh. Yay. Mal gucken, vielleicht können wir ja am Ende davon ein bisschen was produzieren. Wenn dann der Blueprint irgendwann erforscht ist. Aber was hast du gesagt, brauchst du noch außer Tritanium Noxium? Noxium, ja. Wo finden wir sowas? In Pyroxbrocken. Also Pyroxeres. Jaden, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich überlasse auch gerne, was noch in der Orca war. Ja, gerne, aber wenn Demophie dann später. Also in dem Bild hier sehe ich gerade keinen Pyroxeres. Sind doch im 09er System, der wird es auch nicht anfinden. Ja, wahrscheinlich. Müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen. Kapi hat ja gerade gesagt, im Nachbarsystem könnten wir noch ein bisschen was finden. Ich sag mal so, Noxium ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Also Tritanium kommt ja aus Welsbar. Und wir brauchen 800 und ein bisschen was Einheiten pro Run Tritanium und 2 Einheiten Noxium. Also, ja. Ja, nicht so viel. Ja, genau. Das heißt, wir können uns gerne auf das Welsbar versteifen. Erstmal.
Das Belt wird leer gelutscht, wie sich das gehört. Komplett? Ja, hier gibt's wahrscheinlich nur Feldbar, oder? Nee, es ist auch ein Skordit, ja. Skordit wäre dann nie so gehen? Glaube ich. Nein, Moment. Pyrit ist da mit drin. Pyrit und Tritanium, genau. Das war das Mischmasch nach Welsbar. Ah, ich merke mal wieder, dass ich monatelang Pause gemacht habe. Normalerweise kann ich sowas wie, hey, pff, zack. Aber heute mal wieder nicht. Direkt aus dem Kleinhirn. Ja. Ohne ja. lange nachzudenken. Noch unten im System ist. Okay. Ich kann es ja leider... Ah, verdammt. Ich habe gerade den Local geklickt, aber ich kann es ja nicht sehen. Nee. Wasser ist rot. Von welcher Dings ist der? Ist der von Code zufällig? Gunfun Alliance. Aha. Sind das Genker? Du hast geleckt, Boy. Hat wieder seine Bambusleitung ausgepackt. Nein, seine Buschtrommeln. Ach so, die Buschtrommeln. Bambusleitung ist auch viel zu schnell. User in your channel timed out. So viel dazu. ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Das war mal wieder ein eindeutiges Zeichen. Komischerweise ist sein Charakter ist noch nicht ausgelockt. Der müsste eigentlich jetzt, wenn er ja, tatsächlich... Oder er ist jetzt beleidigt und hat seinen Teamspeak, keine Ahnung, irgendwie timeouten lassen oder was weiß ich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Witze ist er schon gewohnt. Meinst du? Ja. Ja. Meine Eltern sind im Moment in der Gegend, wo er wohnt, irgendwie 20 Kilometer um die Ecke. Sind hier in so einer Ferienwohnung, die sie sich da gemietet haben. Und meine Mutter hat mir verzweifelt versucht, ein Bild von der Ferienwohnung zu schicken, hat gemeint, das ging einfach nicht, das Internet ging nicht, ich konnte es ja nicht über Sandy schicken. Einen Tag später kam es dann. Lol. Naja, vor und euch ist es halt so. Ich meine, mal ganz ehrlich, auch wenn das der nordenste Norden Deutschlands ist, wo er wohnt, ich meine, hallo, wir leben im Jahr 2014, wenn wir jetzt 1998 hätten und in den Großstädten langsam das DSL gelegt wird und so, okay. Aber ich meine, schnell und instabil sind zwei verschiedene Sachen. Vielleicht ist es nicht so schnell, aber ich meine, mit 1-200 Kilobyte kannst du ja irgendwie schon leben, weil dann dauert es zwar länger, aber, ne, aber wenigstens eine stabile Leitung, die nicht ständig abkackt, wäre doch eigentlich mal verlangbar. Also so meine Meinung. Kann mal jemand sagen, dass ich aus dem TS geflogen bin? Du bist aus dem TS geflogen. Nur aus dem TS? Ja, ich habe mich schon gewundert, warum mir keiner mehr antwortet, aber okay. Ja, das war nur, ich habe irgendwas gefragt, was war das nochmal? Wo waren wir gerade stehen geblieben? Was, got it? Nein, ich weiß nicht mehr, ist auch egal. Du hast jedenfalls geantwortet und da kam nur noch ein und ein paar Sekunden später kam User timed out. Ja? Ich wollte nur noch erwähnen, Kura hat schon Stil mittlerweile. Der legt hier gerade die Battleships in Null. Ja, ich finde die neue Mining Frick irgendwie ziemlich geil eigentlich. Sogenannte Crossbat. Ja, ich meine, wie geil ist das denn? Cloaken mit dem Mining Schiff, hallo. Hammer. Gut, auch wenn die wahrscheinlich nicht so viel minert, aber 5% Mining Yield, 100%. 100% Cloaking, CPU Requirement. Bonus zu Gas Cloud Harvesting. Attribute, was baut sie denn ab? Steht das hier irgendwo? Maximum Velocity. Hier gab es früher immer so einen schicken Compare-Button. Wo ist der denn hin?
Kannst du Items vergleichen? Hören wir einfach mal die Venture auf, noch nebenbei. Schauen wir mal. Na, so, jetzt. Eindeutig, das ist anstrengend, solche kleinen Bells. Ja, ich will nicht zugeben, der Kabel, aber wir sind ja Besseres gewöhnt, ne? Ja, doch, schon etwas. Haben wir noch die schönsten Bells in Null, Brocken mit über 1 Million Kubik. Ist die Frage, wie viel baut die ab? Die Prospect. Baut die mehr oder weniger ab? Ne, die müsste ungefähr das gleiche abbauen. Weil. Tut sie auch. Ja, genau, weil sie nämlich auch 5% Bonus hat, aber. Expeditionsfregatten auf Level 1 und der Skill. Gibt irgendwie. Electronic Upgrades, okay. Moment, Sekunde. Mal gucken, ob die auf Expedition Frigates. Ja, genau. Kriegt die nochmal 5% pro Level. Das heißt dann in allen 5 nochmal 25 mehr. Und das Coole ist, sie kann nicht nur sich cloaken, sondern die hat auch nochmal 5000 Kubik mehr Ori Hold. Und sie hat mehr Struktur-Hitpoints. Das heißt, sie hat 10.000 Ori Hold. Ja, genau. Anstatt 5, genau. Also es ist definitiv das bessere Schiff. Das ist so wie, ähnlich wie beim Exhammer, weil bei der Hulk macht ja eigentlich diese Exhammer-Skill richtig viel aus beim Mining-Abbauen. Bei dem ist es halt diese Expedition-Frigates-Skill. Ja, und Mining-Frigate musst du auch auf 5 haben. So. Was haben wir hier überhaupt mal in der Flotte? Schauen wir doch mal. Eine Retriever. Eine Retriever. Eine Hulk. Eine Hulk. Ich bin eine Venture. Da ist noch eine Venture. Und die Retriever, da hatte ich glaube ich schon. Ja, da bin ich heute. Zwei Retrievers, zwei Hulks, zwei Ventures und eine Orca. Ja. Dann bin ich heute mal. Eine zweite Orca? Was ist mit zweiter Orca? Naja, da haben wir von allen zwei. Nee. Eine Rockwall wäre nicht schlecht. Eine Charon würde schon ausreichen. Obwohl, ist ja Verschwendung bei so einem Bild. Wie liegt denn eigentlich den Krempel dann in die Orca rein? Rechtsklick auf die Orca, Flottenhanger öffnen, dann schiebst du es da mal rein. Genau. Und ich verteile es dann noch in die diversen Frachträume. Genau. Und er muss dann nur einfach an die Station fliegen und es da hinschmeißen. Apropos, mal gucken, wie viel ich jetzt meine. 200 Kubikmeter in 40,6 Sekunden. Das heißt, das sind gut 20% mehr als vorher. Nicht ganz. Was schon mal enorm ist. Ach, das ist eh frustrierend. Ich habe ihm fast 200 Kubik weggenommen pro Zyklus. Wie, ja. Auf der Hulk oder was? Ja. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich jetzt mehr minern kann wie vorher. Kann das sein? Der Zyklus ist geringer geworden, aber dafür der Ertrag pro Zyklus ist geringer. Der Ertrag pro Zyklus ist geringer. Das sind gute 200 Kubik, die dir bei der Hulk fehlen, wenn du auch voll gescaled bist. Im Gegensatz zu vorher? Im Gegensatz zu vorher. Dadurch hat sie natürlich ein bisschen höhere Reichweitenwert. Wie war's mit Imset jetzt 56 Kilometer? Ja, mit den Harvester, mit dem Harvester Imset und normalen Orca Boost kommst du mit der Hulk noch auf insgesamt 56 Kilometer Reichweite. 56 Kilometer, what dafür the fuck? Dafür musst du aber als Hulk-Pilot auch das komplette Harvester Set drin haben. Plus Mining Foreman oder ohne? Das ist eine gute Frage. Ohne. Und du kriegst ja den Boost von der Orca, aber wenn du als Miner noch das Harvester Set drin hast, kommst du auf 56 Kilometer. Ja, what the fuck, alter Schwede. Schauen wir doch mal nach diesem Set. Gibt's noch nicht, ist noch nicht gefunden. Ach so, okay. Hat noch keiner gelootet, sehr schade.
Aber es wird wahrscheinlich ein Arschvoll Geld kosten, dieses Set am Anfang. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt dieses Milliarden-Miner-Ding, was jetzt das alte Mining Foreman Implantat ersetzt. Der Flottenhanger ist voll. Ja, eben, ich kann nicht mehr einladen hier. Und ich kann mal direkt Bescheid sagen. Der Orca-Pilot schläft auch manchmal. Das ist Standort bei Orca-Pilot. Ja, der hat ja sonst nichts zu tun. Ja, der fliegt ja nur nebenbei noch zwei Hulks. Ja. Eben. Was meinst du, was ich mache? Ich sitze nebenbei noch im Null an meinem. Mhm. Ich finde es übrigens cool, dass sie die, Zeit, den Zykluszeit gesenkt haben, denn, so musst du jetzt öfter was machen. Nicht mehr alle 3 Minuten, sondern alle, was war das? Paar 70, glaube ich, ne? Ich mich recht entsinne. Du musstest vorher schon mit Orca Boost alle 2 Minuten was machen. Weil du ja das Problem hattest mit einem Zyklus so über 50% deines Laderaums. Voll. Und jetzt kriegst du halt 2 Zyklen rein. Ne, ein bisschen mehr als 2 Zyklen. Und da halt. Mehr als 2 Zyklen, ja. Ey, spannendes Mining. Ein paar von euch haben immer noch nichts gesagt. Ihr hört zu und schweigt. Ja, ich bin da nicht dabei. Ja, Mausilon, komm zu mir ins Null. Ja. Wir müssen mal was ausmachen, unbedingt. Ich komm. Ach, guck mal, es ist immer noch spannender als das alte Eismining. Ja. Ja, da war immer das Ziel gesetzt, den Brocken leer zu kriegen, was man aber nie geschafft hat. Ja. Es sei denn, du hattest ein paar Leute zur Verfügung. Da hast du trotzdem keinen Eisbrocken leer gekriegt. Man hatte genug Zeit zum Saubermachen, andere Spiele zocken. Ja, da konnte man nebenbei noch Annual Tournament zocken. Wo ist eigentlich mein Handy? Ich muss gerade mal gucken, ob ich das leise gestellt habe. Soll ich mal anrufen? Ja, du machst. Mach. Dann findet er es vielleicht. Nicht, dass es mir passiert wie im letzten Video, so nach dem Motto, oh, da schreibt mir wohl jemand eine Nachricht. Und wer war's? Bestimmt deine Freundin. Es war auch meine Freundin. Mann. Die haben echt ein Feeling drauf, das immer zur richtigen Zeit zu machen, echt. Ja, dafür haben die ein Talent. Bringt nichts, das hat er sein Handy ganz ausgemacht, ey. Oh. Nee, ich habe so eine wunderschöne App. Wenn du den Bildschirm ausmachst, schaltet es auch sämtliche Antennen, WLAN, bla bla Gedöns aus. Arschloch. Ja, das spart jede Menge Akku. Wollte ich gerade anrufen, damit du merkst, ob dein Handy laut oder leise ist. Ich muss dich leider enttäuschen, in meiner Wohnung gibt es keinen Empfang. Weißt du, also ich bin ein Kellerkind. Hast du dann ein Handy? Ja, damit ich es auf der Arbeit benutzen kann und unterwegs. Ja. Und das mit dem kein Empfang, das kann nicht stimmen. Weil doch, du hattest Empfang, als du eine SMS bekommen hast oder sonstiges. Ja, das ist ja Internet. Ich dachte, dein Handy schaltet alles ab, wenn du es zumachst oder ausschaltest. Alle 60 Minuten schaltet sich der Empfang für eine Minute ungefähr wieder an. 1 bis 2 Minuten, je nachdem, was du anstellst. Ja. Gut rausgeredet. Guck nach, hier, Android DS Battery Safer heißt die App. Schau sie dir an, ja, die gibt's als kostenlose. DS, genau wie Deep Sleep. So heißt die Android-Funktion, die da ausgenutzt wird für diese App. DS Battery Safer für Android.
Lass mich raten, du bist so ein Samsung-Jünger, oder? Ja, um Gottes Willen. Ich habe in meinem Leben noch kein Samsung-Handy besessen. Ich habe zwar welche schon benutzt und getestet und so ein paar Wochen, aber... Sony? Nee. Nein, kein... Sony, ja, nee. BlackBerry nutzt er. Ja, auch. Also im Moment habe ich ein HTC wieder, aber eigentlich mehr BlackBerries. Oha. Wer war das jetzt mit 0? Wo ich hinkommen soll? Ich bin dort. Ah ja. Die hat Z10 oder wie? Ja, ich hatte ein Z10, ja. Also ich habe es mittlerweile wieder verkauft, wie gesagt. Ich habe jetzt wieder ein HTC im Moment. Sag mal, Boy, wer auch immer da gezogen werden wollte, sollte, hast du den gezogen? Ja, ne? Ja. Adi war das doch. Adi ist doch schon da. Ah, okay, gut. Ja, er hat... Der Einzige, der hier ist, den ich bisher noch nicht gehört habe, ist hier die Fee. Na, auch Mikromute an. Mikromute oder den durchgestrichenen Dings für... Jetzt. Test, funktioniert doch. Yay, da kommt was. Okay, ich versuche künstlich die Stimmung zu heben, ich gebe es zu. Das war der Zong. Warte, ich habe eine Mail. Oder wie hieß es? Das wäre ihr Preis gewesen. So ungefähr war das immer, ja. Wie viele Leute sind wir denn jetzt? Sekunde. Ich zähle mal nicht. Also Fee ist 1. 8. Mana ist 2. Nia ist 2,5. Aber mit Korbmitgliedern sind wir 8. Ja, das ist schon mal. Nee, ja. nicht Korbmitglied. Negative. Eins muss es. Nur 7 Leute im Bild, weil Fee noch nicht hier ist. Genau. Sag mal, Kapi, hast du eigentlich zwischendurch gar nicht gezockt? Oder? Keine Zeit gehabt. Okay. Weil im letzten halben Jahr haben die ja ziemlich viel. Ich würde mal sagen, rumgepatcht. Ja, rum. Ja, das kommt gut hin, rumgepatcht. Ja gut, also man muss ihn lassen, der Client läuft jetzt besser als vor einem halben, dreiviertel Jahr. Läuft richtig gut, ja. Ja, also ja. Die Frames haben sich bei mir deutlich erhöht, das muss man sagen. Trotz, dass sie die Grafik verbessert haben. Also auch wenn es nur Mini-Korrekturen waren, aber... Also wenn ich jetzt einen Fenstermodus deaktiviere in Fullscreen, dann habe ich auch meine 120 FPS. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel FPS ich habe, weil ich habe meine künstlich auf 60 beschränkt. Ich habe hier 50, aber ich glaube, das liegt doch daran, dass mein Wiedergabegerät ohnehin nicht mehr bringt. Das kann sein, ja. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du deinen Grafikkartentreiber V-Sync anhast, also Vertical Synchronization war das. Wie ist es ausgeschrieben? Ja, genau. Dann wird quasi die Framerate deines Monitors, also 50, 60 Hertz mit deinen Frames angeglichen. Synchronisiert, genau. Das hat den Sinn, dass wenn du zum Beispiel 120 Frames hast, wie er, und dein Monitor stellt aber nur 60 dar, arbeitet deine Grafikkarte umsonst, weil du siehst sie eh nicht. Und wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir mal, 30 Bilder hättest und dein Monitor würde 60 wiedergeben, würdest du jedes Bild, das deine Grafikkarte darstellt, zweimal sehen. Und dass diese, und denn das geht in dem Fall jetzt noch, aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal 47,3456 Frames oder so irgendwas, dann kommen natürlich so krumme Dinger dabei raus. Und um das zu vermeiden, gibt es halt diese Synchronisierungssache. Und genau aus diesem Grund gibt es mittlerweile auch PC-Monitore mit 100, 120 Hertz oder sowas, um, wenn irgendwie, keine Ahnung, viel Shooter zockst oder so. Ja, ich hab so einen 120er. Ja, genau. 120 Hertz von Acer.
Allerdings habe ich mir den geholt wegen den 120 Hertz, damit der das Nvidia, wie heißt das gleich nochmal? 3D Vision unterstützt. Ah, okay. Ich habe mich mal vor ein paar Monaten über diese ganzen, das Auge sieht nur so und so viele Bilder pro Sekunde Mythen und so informiert und da gehörte halt auch dieses Monitor blub blub Thema, warum, wieso, weshalb und warum man dann bei 60 dann doch flüssiger sieht als bei 30 und bei 100 noch flüssiger und so ein Kram. Ja, das ist ja genauso das mit, ja ab 24 Bilder pro Sekunde nimmt das Auge als flüssig wahr, so ungefähr. Ja, ja, aber spiel mal ein Computerspiel bei 24 FPS, geht gar nicht. Ja, eben. Das ist halt der Unterschied. Bei Computerspielen sieht man das flüssiger, weil es halt, ich sag jetzt mal in kurz ausgedrückt, computergenerierte Bilder sind und am Film ist es was anderes. Auch wegen der ganzen Kameratechnik und so, die dahinter steckt. Da siehst du bei 24 Bildern, die Kino-Standardformat sind übrigens, in Klammern. Ja, siehst du da natürlich flüssig. Ich kann es nicht mehr. Der Auszug wird jetzt erschöpft. Kommt viel zu oft. Wollen wir gleich mal das System wechseln? Ja, der Orca ist eh gleich voll. Ah, okay. Wie viel Kubikmeter haben wir noch, bis die Orca voll ist? Keine mehr. Ist gerade voll geworden. Ah, oh, dann würde ich sagen, in welchem System sind die Dinger, wo du gesagt hast? Mimimi, genau. Ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns einfach alle am Gate, auch wenn du ausgeladen hast und so. Weil einige von uns sollten jetzt auch aus der Reichweite rauskommen. Bitte eure Drohnen reinnehmen. Nee, die vergesse ich jetzt. Ach, ich habe ja gar keine Drohnen, so ein Mist. Ist mir gestern zweimal passiert, das ist scheiße. Ja, das passt. Deswegen baut man die ja selber. Das passiert einem. Gleich 100.000 Stück. Das passiert einem so oft und ich glaube, es ist mir garantiert irgendwo im Let's Play garantiert auch passiert, dass ich Drohnen vergessen habe einzusammeln. Wenn ich überhaupt Drohnen-Skills habe. Hab ich Drohnen-Skills? Oh ja. Ein paar Drohnen-Skills habe ich. Oh, ich kann sogar Mining-Drohnen benutzen. Wow. Ja, das haben Let's Play auch schon gemacht. Stimmt, das war die Folge Pan 60, wo ich dieses da habe ich Drohnen mit benutzt. Genau, ich erinnere mich wieder. So, mal gucken, wann die Orca hier kommt. Ja, dauert noch ein Tick länger. Wo ist denn eigentlich die Station? Ich lass mir mal Stationen anzeigen. So, welche war das denn nochmal? Die Mond 16. Die ist da unten. Da drüben. Könnt hier auch mal den, wo ist er denn hier anmachen? Die Tracking-Kamera. Machen wir mal so. So ungefähr. So. Na? Bleibt er denn? Naja, die Orca braucht immer ein bisschen länger. Ja, die muss erstmal leer gemacht werden. Ja, bis die ganzen Sklaven den Kram ausgeräumt haben, das dauert halt. Tja, was kann ich dafür, dass meine Taten so lahm sind?
Und sie hat ja Orca-Pilot auf, das ist normal. Ja, deshalb sag ich ja. Dass die ganzen Sklaven da den Gramm ausgeschafft haben. Alles für die Religion, ne? Und alles für den Gott. Ja, ich hab bloß die Leinschwänzige auf der Heimatstation vergessen zu motivieren. Ah, Sklaven kann man ganz gut mit der Peitsche motivieren, das geht eigentlich. Aber ich hab die Leinschwänzige Peitsche vergessen. Ach so. Also für alle Anwesenden und, wie soll ich sagen, EVE-Online-Beginner, die noch keine Orcas selbst geflogen sind oder eine gesehen haben, außer jetzt, das Ding ist ungefähr, wie soll ich sagen, man kann auch einen Amboss durch die Gegend schieben. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit der Orca. Du bist aber noch kein Frachter geflogen. Ja, ein Frachter ist ein Stapel von Ambossen. Ja, oh, ich hab die Charon noch nicht mit den Cargo-Expandern geflogen. Das ist bestimmt halt auch recht lahm. Stimmt, die haben ja im Gegensatz zu dem, was sie im Dings präsentiert haben damals, gab's ja dann eine, ja, Low-Slot-Erweiterung. Wo ich mir, als ich das erste Mal mitgekriegt habe, einfach nur im Kopf gefasst habe und hab gedacht, mein Gott, Leute. Hey, 1,2 Millionen Kubik? Ja, eben hat man auch mal ganz gut die Größe der Orca gesehen. Bis morgen, tschüss. Bis denn, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Jungs. Komm schon, so groß ist die Orca gar nicht. User disconnected from your channel. Der hat doch plus 1451 Meter. Ja, mal gucken, wie groß. Mal gucken, wie groß die Venture ist. Wow, 133 Meter. Was ein Riesending. Aber Taschenlampen hat sie. Ich lutsch da mal mit Shiva Yasvet. Ich hab die anderen Crystals nicht dabei. Hm. Gibt's auch ein Default für Mining? Ja, gibt es. Relativ leer hier. Aber naja. Wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Ich könnte jetzt laut schreien, wo bleibt der Boost? Aber ich tu's nicht. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, da habe ich ein lautes Plop gehört. Oh, müssten so um die 60.000, 40, 50.000 Kubik sein. Schauen wir mal. So. Sieht nett aus, das Zeug.
So, eine Runde Jaspit. Hat was. Ich kümmere mich schon drum. Wow, cool. Man kann mittlerweile aus dem eigenen Cargo in die Drone Bay Drohnen verschieben. Seit wann geht das denn bitte? Das geht aus dem Grund, da die Orca in der Nähe ist. Oh, cool. Da du unter 2,5 Kilometer entfernt bist. Aber ich kann nur 18 Kilometer weit locken. Und die Drohnen sind weiter weg. Attacke! Boom. Boom. Ja, was kriegen wir aus dem ganzen Kram hier so schönes raus? Schauen wir doch mal. Aus Hämorphid kriegen wir Tritanium, Pyrit, Mexalon, Isogen, Noxium und Zydrin. Wow. So, und aus Hetbergede kriegen wir Pyrit, Isogen, Noxium und auch Zydrin. Und aus Jaspet kriegen wir auch Tritanium, Pyrit, Mexalon, Noxium und Zydrin. Kann es sein, dass sie die Zusammensetzung der Ruinen geändert haben? Kann ich nicht sagen. Das ist jetzt nur so gefühlstechnisch gerade mal. Ich weiß noch, da kann sie dann ein paar Raketen mehr produzieren von den höherwertigen Sachen. Ist das ein richtiges Hidden Belt hier? Ne, sowas in dem klassischen Sinne gibt es ja schon lange nicht mehr eigentlich. Seit Odyssey schon nicht mehr. Sozusagen ist es noch so ein Hidden Belt. Muss man halt bloß nicht mehr scannen, aber das ist doch schon seit locker und 3 Jahren. Odyssey, ja, seit Odyssey mit Odyssey haben die das gepatcht. Wo sie auch die schönen Eisbälle rausgenommen haben. Ja. Na, Arno, was haben wir hier noch? Large Ombat Deposit haben wir hier noch. 2,9 AU. Mal gucken, weil ich es nicht mehr auswendig weiß. Schauen wir doch mal. Omba. Isogen und Tritanium. Ja, Isogen, Tritanium und Pyrit. Das habe ich wieder vergessen auf der Orca, die Salvage-Drohnen. Ja gut, die paar kleinen Fricks da zu salvagen ist auch... ja. Denken wir nicht drüber nach. Ja, das sind bloß Angriffsziele. So. Ich muss mich da mal drüber informieren, welche Implantate und bla bla man braucht,
um das sich in den Kopf zu knallen. Vielleicht mache ich mir da irgendeiner meiner Alts so eine Art Mining, Refining, Zusatzklon. Oh. Da kommt Feni in der Venture entgegen. Also das Refining nimmt das plus 4%, kostet knappe 200 Millionen gerade. What the fuck? Also ich hab's für 90 heute gekauft gehabt. 200 Millionen, also aber das bringt einige Prozent, ne, glaube ich. 4%. Okay. Weil das Zeug jetzt zu refinern macht mittlerweile keinen Sinn mehr. Einfach. Ja, mal gucken, wo die restlichen Ruinen sind. Da hinten. Da. Da und. Ja, komplett verteilt im Bild. Na, wer hat denn hier wohl das Felsspann einstecken? So, die ersten 50.000 haben wir wieder. Yay! Wir sind aber halbwegs flott, ne? Also für so eine Gruppe hier. Ich würde mal sagen, Bonusgeber sei Dank. Wobei der Großteil der Gruppe gerade ziemlich leise ist und irgendwie, ich weiß nicht, muss schon Kondolenzschreiben machen oder so? Bei Boy auf jeden Fall. Wir sind nur hochkonzentriert. Bei meinen. Ja, ist ja nicht so einfach, die Fregatte da auf Kurs zu halten. Achso, du meinst, die wackelt so viel hin und her. Wieso bewegen? Da könnte ich außer der Reichweite von der Orca kommen. Boy hat mich übrigens tatsächlich angeklingelt. Ich habe gerade auf dem Handy seinen Anruf in Abwesenheit gesehen. Du meinst, ich mach Spaß draus oder was? Boy, hast du bei deiner Retrieve auch Kristalle drauf? Nee. Du bist gar nicht hier im Welt. Ich gerade. Nee. Schlimm. Der Retriever kommt gerade aus Kosovo wieder. Ach, geguckt, was wie es da aussieht. Ist nix, 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 nix. Wieso ist die Hulk eigentlich nicht grün? Ich weiß, so Fragen stellt man sich normalerweise nicht, aber... Ich hätte gerade eine gelbe Hulk. Mit dem CAP-Geber. Meinst du so wie die Venture oder wie? So eine Navy Hulk. In Camouflage. Nee, so richtig schön dreckiges Gelb. So Baumaschinengelb halt. Okay. Mit einem eher orange so Müllabfuhr. Nein, 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 nein. Wenn, dann müsste sie eigentlich rostfarben sein mit Resten von Baumaschinengelb. So nur so ein paar Kleckse oder so. Das ist bestimmt keine schlechte Idee. Oder einfach schwarz. Black is beautiful. Ja, matt schwarz. Boy, du weißt ja, wie der Orca von innen aussieht. Mhm. Aber ich habe ein Video von. Genau. Ich weiß auch, wie die Orca angetrieben wird, ey, mit Texturbeladern.
Oder 8, wie viele waren das noch? Wie viel? Keine Ahnung. Es waren aber noch relativ kleine. Ja, die großen sind ja für die Frachter. 6-8 Turbolader, Fragezeichen. Ach so, langeweilemäßig auf Arbeit gehabt, bei ein Bild geschickt von Turboladergehäuse, was wir auf Arbeit haben. Gehäuse gewiegt 1,5 Tonnen. Was? Wie groß ist dieser Turbolader bitte? Ja, passt gerade so auf eine Europalette. Ich wollte gerade sagen, das Ding passt gerade so auf eine Europalette. Für was für Ölmotoren? Für mein Polo. Ja. Ob der Polo danach noch fährt? Also musst du dir... Wurzlöcher dann ein, oder? Vor allen Dingen, wo willst du den hin tun? Aufs Dach? Festschnallen? Ich weiß nicht, ob das Dach 1,5 Tonnen ne? Transportieren kann. Also müsstest du den Ausgang des Turboladers, glaube ich, ein wenig verjüngen. Damit er in den Ansaugtrakt des Polo-Motors passt. Dreizylinder-Turbodiesel. Ja, aber die Betonung liegt auf Dreizylinder-Turbo. Also ich hätte halt auch noch die passenden Kolben und Knollstangen da auf Arbeit. Knollstangen von knapp 2,50 Meter bis 3 Meter Länge. So Mist, der erste Brocken ist geplatzt. Ja, ich weiß nicht, wir waren wahrscheinlich auch nicht die Ersten, die hier rumgeiert haben. Jein. Aber ich meine, hier kommt Zytrin raus, also lecker. Also ich werde jetzt wahrscheinlich noch ich baue jetzt noch 10 Stunden für Mining auf 5 und dann noch 2 Tage für Mining Upgrades auf 4. Erstmal auf 5 muss ich es ja nicht machen, weil das bringt ja nur 5% Reduktion für die CPU, für den CPU-Verbrauch. Ich glaube, ich brauche das erstmal nicht, glaube ich jetzt. Dann müsste ich ist die Frage, ob ich dann erstmal ein paar Metallurgie oder Research Level mache. Wahrscheinlich nicht. Lohnt sich erstmal nicht. Ich quasi Astrogeologie erstmal hoch machen und Industrie auf 5. Das dauert dann auch nochmal so. Industrie 5 werden 4 Tage sein, plus das Vorjahr 5 Tage ungefähr. Astrogeologie auf 3 brauche ich ja Minimum, sind auch nochmal so 1 Tag, 6, 7 Tage. Mal gucken, ich kann ja einfach mal auf die Retriever klicken. Retriever Info. 4 Tage, 14 Stunden, 58 Minuten bräuchte ich noch. Oh. Da hat's gekracht. Da kommen Kollegen. Die ersten 2 waren doch schon weg, bevor du es mitgekriegt hast. Oh. Boah, Drohnenarmada. Ja gut, okay. Es sind ja auch mehr Papierdrohnen hier im 08 wahrscheinlich. Nur 8 Tage und 11 Stunden, um eine Mining Barge fliegen zu können. Glaub mir, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Zur Venture meinst du? Ja. Ja. Und der Sprung von der Mining Barge auf den Examen ist dann auch nochmal... Du denkst so, ja gut, ich habe ja eigentlich recht gute Skills, und dann steigst du in die Hulk ein und Skills und nebenbei Examers hoch und das, ja, das ist schon krass. Oh, ich hab mich doch sehr verschätzt mit dem Held. Du meinst, was die Menge angeht, oder wie? Ja. Warum haben wir schon 50.000? Ja, weit über. Okay. Ja. 50. Was sind jetzt bei über 100? Hat jemand von euch einen Survey-Scanner dabei? Bestimmt auf der Orca, oder?
Ja, das Beinhof war aber zu selten. Noch Hedberg geht's in 7700 drin, Jaspid 11.000, Thermofit sind 17.000 Einheiten. Okay, also jedes Mal, wenn ich hier so einen Zyklus bei mir durchläuft, mache ich hier jedes Mal 66 Hedbergit und 66 Hemorphid in der Venture. Und also, deshalb bin ich gerade von der Venture auf die Cora 0 umgestiegen. Ja, wäre schön, wenn ich das auch tun könnte. Aber naja, dann halt nicht. Ich muss so sehen. Die Hulk macht ja ungefähr das, was du in mit einem was bei dir im Laderaum passt, mit einem Zyklus. Ja. Pi mal Daumen, ja. Wenn sie gut geskillt ist. Wobei es ja noch 1000 Tricks gibt, den ganzen Kram zu erhöhen. Zum Beispiel die Strip Miner Tech 2, die Kristalle Tech 2, Mining Upgrades Tech 2, Astrologie 5, Examers 5, also. Vergiss nicht das 1,2 Milliarden Implantat. Ja, genau, die Implantate und so, also da gibt's viel Tuning-Potenzial immer. Aber mir sind das zum Beispiel diese 5% mehr Ertrag nicht wert. Ja, es ist, ich glaube, in dem Fall ist es auch einfach nur, um es zu haben und um die Zahl zu erhöhen. Da spielt das Geld keine Rolle einfach. Das ist so wie Menschen, die irgendwie sich ein iPhone kaufen und das mit Saphirsteinen besetzen lassen. Das Handy kostet, keine Ahnung, 1000 Euro und irgendwie Diamanten und Saphir und weiß der Kuckuck was nicht drauf. Später kostet er auf einmal 20.000. Gibt Leute, die lassen sowas machen. Und wenn du reich bist und so viel Geld und willst individuell sein, dann muss natürlich auch Geld kosten, ist klar, weil du hast ja so viel davon. Dann, ja. Das ist auch genau der Grund wahrscheinlich, warum Apple so ein Gold-iPhone, Gold in Anführungszeichen, produziert hat. Ich habe es selbst noch nicht in der Hand gehabt, aber viele sagen, es ist mehr so Champagnerfarben. Wo sind die guten Handys hin, wo man mit dem iPhone nur telefonieren und SMS schreiben konnte? Kann ich dir sagen, gibt's bei diversen Elektro-Großfachhändlern für 15 Euro. Die stehen dann immer so an der Seite rum in so Dingen und das sind so kleine Kartons. Kriegst du auch schon für 7 Euro mit 5 Euro Guthaben. Ja. Irgendwie so dachte so, Das ist eigentlich, wo wir dabei sind, ne? Da merkt man eigentlich mal, wie viel Kinder und Ausbeutung dahinter ist, ne? Wie willst du, muss man denken, du musst das blöde Ding ja irgendwie in sonst wo China, keine Ahnung, produzieren und das hierher schippern in natürlich gewaltigen Mengen, ist klar, aber 7 Euro und dann 5 Euro Guthaben irgendwie vom Anbieter noch und so, ja. Ja, das stimmt irgendwas nicht. Da kann irgendwas nicht stimmen. Wobei, es geht auch anders. Google hat ja jetzt, kommt ja im Herbst, kommt ja das neue Android jetzt. Und Google hat jetzt auch auf deren großen I.O.-Konferenz haben sie ein Projekt bekannt gegeben. Das nennen sie ja Project Silver, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Die haben quasi die wollen ein Billigtelefon produzieren. Wie so viele andere, für halt den armen Markt, wenn du so möchtest. Also deutlich unter 100 Dollar soll das mal kosten, wenn es fertig ist, was aber für arme Märkte immer noch ein Vermögen ist, aber egal. Und der Witz dabei ist, die haben sich im Prinzip dort ein paar hier nicht bekannte, aber dort halt sehr bekannte Produzenten gesucht von Handy-Hardware. Und die haben im Prinzip das ganze Handy schon komplett fertig entwickelt. Also die haben so ein Referenzdesign, das ist komplett fertig. Die Hersteller müssen halt ihre Software noch anpassen und ein bisschen Design und so. Und ein paar Gimmicks vielleicht noch. Und dann können die das für irgendeinen günstigen Preis in den Markt werfen. Weil im Prinzip müssen die das ja nur anpassen und dann produzieren. Weil die ganze Forschung und Entwicklung hat ja Google bereits getan.
Das ist ja das, was normalerweise, was am iPhone so viel Geld kostet. Oder am HTC, Samsung, weiß der Kuckuck, was so viel Geld kostet. Ja. Und vor allen Dingen das Marketing. Ich habe irgendwann mal gelesen, ich glaube, Marketing macht irgendwie, ich glaube, 30 oder 40% bei Samsung aus am Handypreis. Ja, das wird bei anderen nicht besser sehen. Ja, sehe ich genauso. Also außer bei Firmen, die es jetzt nicht leisten können, so die etwas kleineren wie HTC und BlackBerry und gut, Nokia ja. Fällt ja jetzt weg, die gehören jetzt zum Microsoft. Barry hatten aber zwischendurch auch ganz heftige Werbekampagnen. Also die haben das wieder runtergefahren, aber eine Zeit lang haben die auch extrem viel Werbung gemacht. Die haben ja auch zum Beispiel auch Werbung auf irgendwelchen Formel-1-Wagen. Das gibt es bestimmt auch nicht umsonst. Und ja. Also wobei, da wird schon richtig viel Geld investiert. Wobei die BlackBerry-Jungs, glaube ich, von allen größeren Handy-Hardware-Herstellern, ja, und damit meine ich jetzt alle, die irgendwie mal einen Prozent Marktanteil haben und so. Und man sagt immer, BlackBerry, die verkaufen hier keine Telefone. Nee, nur irgendwie, weiß nicht, 5 oder 10 Millionen im Jahr oder so. Oder 20. Ist ja nix. Aber egal. Ich sag mal, ist im Vergleich. Also ich meine, so eine kleinere Firma wie HTC oder so, die haben dann immer ein paar Milliarden, sag ich jetzt mal. So 1, 2, 3, 4 Milliarden so an Geld zur Verfügung. Und so Unternehmen wie Apple haben dann irgendwelche dreistelligen Milliardenbeträge und die wissen nicht, was sie damit machen sollen. Nämlich gerne. Apple zum Beispiel sitzt auf dem Geld und wissen nicht, was sie damit tun sollen, genau wie Samsung. Könnten mal ordentliche Rechner entwickeln. Ja. Das wäre zu einfach. Ja, ich sag mal, die MacBook Pro sind ja eigentlich ganz okay. Ich so von der hier, Hardware her. Ich habe ja hier oben einen iMac rumstehen, ziemlich alten. Und also zur Musik machen ist ja schon geil. Ich habe Latenzzeiten, die krieg selbst mit meinem dicken PC nicht hin, ja. Weiß ich nicht warum. Also die Audio-Treiber sind einfach super, aber. Ja, ansonsten. Ja, Grafik noch, ist klar. Kapi, kannst du mit der Orca bitte ein bisschen näher an irgendwelche Ruinen ranfliegen, weil wir sind, ich zumindest bin out of range. Ja, aber Grafik, also wenn ich jetzt Bildbearbeitung und so was mache, bin ich mit meinem PC dann doch schon besser dran. Ja gut, wie alt ist der iMac, wie alt ist der PC? Der PC ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt. Nee. 5 müsste der alt sein. 2009 habe ich mir den, glaube ich, zusammengebaut. Okay. Der iMac müsste ein 2006er sein. Okay. Aber immerhin war der PC deutlich günstiger als ein Mac. Also, ich hab ja, den gut, jetzt bei Apple zahlst du natürlich viel Name dabei, ist klar, ne? Und ich habe selbst auf relativ neuen Jahr gearbeitet. Ich habe ja dann heute Jahr Fotodesign-Ausbildung gemacht. Ja. Und da haben wir auch auf Mac gearbeitet, auf relativ neuen, und da kann ich dir nur sagen, mein PC schafft es besser mit der Bildbearbeitung. Der hat da schon mehr Dampf. Ja gut, man muss dazu sagen, ich mache schon seit Ewigkeiten Fotografie, wie EOS, so seit 1, 2, 3 Jahren. Aber so für Fotografie und den ganzen Kram interessiere ich mich schon ewig und habe auch als Jugendlicher schon mit 15 oder so, damals noch in einem Rebro-Druckstudio in Praktikum gemacht. Und irgendwie, der Mac war ja früher einfach, hardware-technisch war der besser für Grafiker geeignet. Und die ganzen Hersteller haben das auch alle für den Mac so angepasst, weil es halt früher einfach besser war, weil auch die ganze Mac-Welt auf diesen Schriften und Gedöns ja alles angepasst war. Aber heute ist es zwar immer noch ein bisschen so, sag ich mal, aber ja, es geht halt schon immer mehr weg, ne? Gibt schon Sachen, die sind schon besser. Also ich hab dann auch mal hier dieses komische Schreibprogramm, wie heißt es, Pages? Ja. Da hab ich was mit Pages geschrieben und was mit Office und hab's über den gleichen Drucker gejagt. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Also einfach so von der Ausgabe her war das dann schon ein ganz anderes Schriftbild. Also das sah schon richtig geil aus von Pages. So. Ein paar Sachen können sie schon, so ist nicht. Aber
Die Präse. Ja. Es ist halt. Ja. Ich sag mal, also die iMac und Mac Pro Preise sind echt total übertrieben. Was gerechtfertigt ist allerdings, muss man sagen, sind die MacBook Pro Geräte. Weil, das darf man ja nicht vergessen, das vergessen viele, das ist ja eigentlich ein, sagen wir mal, Business-Notebook. Das ist gedacht, um damit zu arbeiten. Und wenn du jetzt mal vergleichbar guckst, jetzt bei Lenovo und Hewlett Packard und all die, und ich meine damit jetzt nicht 2000 Euro Gaming-Notebooks, sondern halt Arbeits-Notebooks, die kosten das Gleiche. Also, so ist das nicht. Ja, ich brauche halt kein Notebook. Also ich bin kein, wie soll ich sagen, Apple-Fanatiker oder kein... Ich guck mir einfach an, welche Firmen wie ihre Arbeit machen und auch was dahinter steckt und welche Gedanken die sich machen. Und zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Samsung angucke mit ihrem ach so dollen Samsung TouchWiz und ihren scheiß Plastiktelefon, Entschuldigung, dass ich diesen Ausdruck benutze, dann sage ich mir, hey Leute, ich gebe doch keine, ich sag mal, wenn ich es mir jetzt bar kaufen würde, wenn das Handy rauskommt, 650 Euro oder halt, du zahlst es halt entweder direkt oder über den Vertrag über die 2 Jahre. Mhm. Ne? Ist klar. Gebe ich doch keine 600 Euro für ein Stück Plastik aus. Wenn es heute, ich meine, vor 15 Jahren war das vielleicht was anderes, aber ich meine, Apple beweist seit Jahren, dass es gut geht, HTC beweist seit Jahren, dass es gut geht und dann soll ich so ein Stück Plastik kaufen oder wie? Mhm. Sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Aber mit Samsung finde ich ja auch lustig, die haben sich ja hier irgendwie mit Apple ständig wegen irgendwelcher Patente in der Haare gehabt, ne? Ja. Und ich habe mein iMac mal auseinandergenommen, weil da irgendwas nicht funktioniert hat und das Display ist von Samsung. Lol. Guck hinten ruft irgendwie so, gut, alles klar, aber ich glaube bei den neuen ist das nicht mehr so. Könnte sein, ja. Also das war ja noch bevor sie da ihren Patentkrieg da angefangen haben. Die, der Witz ist, Steve Jobs damals noch, weil Apple an sich, bei Apple ist immer das Problem, Apple ist so, die sind so, wie soll ich sagen, die sind so Apple, sag ich jetzt mal. Ja. Die haben ihre Apple-Welt und da kommen die irgendwie nicht raus. Die wollen da irgendwie scheinbar nicht rauskommen. Ich weiß nicht warum, die wachen da nicht auf. Und jetzt auch, wo Steve Jobs, wie soll ich sagen, gestorben ist, 2011 war das ja, glaube ich, merkst du das auch wieder, dass die die sind halt in ihrem Apple-Ding da drin. Das ist schwer zu beschreiben. Jedenfalls Steve Jobs hat ja 2006 oder 2007 war das ja, glaube ich, sind sie ja auf Intel-Hardware umgestiegen, was meiner Meinung nach ein sehr kluger Schritt war. Ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre... Ich habe ja hier einen von den ersten Intel iMacs. Und also der ist schon für seine Zeit damals, 2006 oder wann, ist ja schon richtig gut gelaufen. Also der hat auch meinen alten PC, den ich damals hatte, an der Wand geblasen. Allerdings war der da auch schon 6 Jahre alt oder so. Ja gut, das kann man, das kann man nicht so vergleichen. Ich sag also mal, mein alter PC war noch ein Einkerner und das ist halt ein Zweikerner und das hat dann schon einen riesen Unterschied gemacht. Ja, also ich sag mal so in den letzten, ich bin ja Fachinformatiker, in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren die großen Sachen, die so kamen, was so geschwindigkeitstechnisch auch gefühlt einen großen Unterschied gemacht haben, waren vor allen Dingen mal die Mehrkernprozessoren. Das hat unglaublich viel ausgemacht, vor allen Dingen, dass die Systeme stabiler laufen und nicht mehr abstürzen. Und die SSD-Technik. Ja, das also, hat ja bei mir auch nochmal was gebracht. Ich hatte mir da meinen Rechner aufgebaut hier. Ja. Und dann habe ich mir dann nicht ein Jahr später, habe ich dann nochmal den Arbeitsspeicher erweitert und eine Systemplatte, eine SSD-Platte drin gebaut. Das hat nochmal richtig was gebracht, also. Es gibt von Intel zum Beispiel, gibt es so ein Konkurrenzprodukt zum Mac Mini. Allerdings ist der nur ein Viertel so groß wie der Mac Mini. Da ist ein Intel Celeron drin, also eigentlich nur ein ganz kleiner Prozessor. Da hast du auch nur zweimal USB 2, ein USB 3 Netzwerk und ich glaube einmal USB 3.0. Also der hat nicht so die Wahnsinnsleistung, aber der ist ja nicht, dafür nicht gedacht. Der ist gedacht, um, weiß nicht, damit Office-Dokumente zu schreiben und so oder für Schulen und für öffentliche, keine Ahnung, ja. Der wird ohne Festplatte und Arbeitsspeicher ausgeliefert und der kostet, ich glaube, 120 Euro oder so. Schlag mich tot, ich weiß nicht genau. Und dann baust du dir in das Ding eine SSD rein und sagen wir mal 4 oder 8 GB und das Ding rennt wie die Sau. Das ist wirklich Wahnsinn. Also
Hätte ich nicht gedacht. Habe ich gerade in der Firma vor einigen Tagen testen können. Mhm. Zocken kannst du damit jetzt nicht großartig, aber ich meine, das Ding fährt in, weiß nicht, 10 Sekunden, 15 Sekunden fährt das Teil hoch. Und die Office-Dokumente mit ein bisschen Arbeitsspeicher und so, das alles geht auch ratzfatz offen. Du kannst ordentlich damit surfen und so weiter. Und für das, was die meisten Menschen tun, ist das super. Und mit so einer, sag mal, 120 Gig SSD oder so kostet das Ding, weiß nicht, 350 Euro oder sowas. Kannst du noch hinter den Monitor klemmen oder so, das Teil, weil das diese Weser-Halterungsbohrungen hat. Was willst du mehr? Was kostet ein Mac Mini? Ich glaube nicht unter 450, 500 Euro, wenn ich mich nicht täusche, ne? Keine Ahnung, die sind teuer. Die habe der Teig auch nie verstanden. Also die waren mir mal für das, was sie können, dann doch zu teuer. Ja, Apple ist halt immer... Apple spricht halt so einen gewissen Kundenkreis an. Und dieser Kundenkreis gibt halt auch Geld aus. Ja, der hat sich aber auch verändert, also... Also früher waren das halt wirklich so Freaks, die auch wussten, was sie damit machen mit den Geräten. Und heute stellen die Leute sich halt auch ein Apple ins Büro, damit da ein Apple im Büro steht, ja. Ja, das finde ich immer, ich finde das immer ganz lustig. Zum Beispiel, ich war mal vor Jahren bei einem Kunden, das war ein Rechtsanwalt. Das war nicht jetzt so eine große Kanzlei, ich glaube 2 Anwälte und... 3, 4, 5 Angestellte, ich bin mir nicht mehr sicher, und die hatten durchgehend Mac. So, aber Mac ist für so, ich sag mal, größere Business-Anwendungen einfach nicht geeignet und auch nicht gedacht. Auch netzwerktechnisch ist das dafür nicht so richtig gedacht. Du kannst es zwar machen, aber die ganze Softwarewelt ist halt eben auf Windows eingedingst. Was hat er gemacht? Auf sämtlichen Macs ist Windows gelaufen. Ja, das da geht, ja nun, geht ja nun ja auch nicht. Da frage ich mich auch, was zum Teufel? Wieso gab es nicht gleich einen PC, der irgendwie ein bisschen designt ist? Sieht dann zwar vielleicht nicht ganz so schick aus, aber du hast ein paar tausend Euro gespart. Hallo. Aber wenn das doch hat. Ja, aber auf dem Mac Windows laufen lassen, das ist, Ja, das ist irgendwie, weiß nicht. Schützen hier wer auf mich? Das macht irgendwie keinen Sinn. Du kaufst dir einen Mac, um einen Mac zu haben und nicht, um drauf Windows zu laufen zu lassen. Das ist zwar eine nette Option, wenn du mal was zocken willst oder so, ja, wenn du irgendwie, ne? Aber ansonsten, du kaufst dir einen Mac, weil du Mac haben willst einfach, weil du weiß nicht, weil du viel grafisch gestaltest oder so. Wie auch immer. Und dafür gewisse Sachen brauchst, die dir nur der Mac bieten kann und nicht der PC. Geschossen. Aber sie treffen mich nicht. Ja, ich bin schon dabei. Weil irgendwie bin ich zu schnell für die. Also wenn ich hier mit 700 und ein bisschen Metern pro Sekunde um den Asteroiden kräse, dann... Ja, die treffen dich da nicht mehr. Also da könnt ihr ruhig einen Container rausschmeißen. Ja, ich bin ja jetzt gerade quasi bei dir. Wir haben ja jetzt dann gleich nur noch diesen Jaspid-Brocken. Alternativ haben wir eigentlich nur noch das Omber-Deposit da hinten. Wobei, ich weiß nicht, wir können vielleicht auch mal in die Belts hier durch, oder ich kann mal die Belts durchwarpen mit der Venture gleich mal, ob es hier auch irgendwas gibt, aber ich habe halt leider keinen Scanner an Bord. Ja, du hast auch schon genug Belts gesehen, du weißt ja, was lukrativ ist. Ja. Ich werde es nie vergessen, als ich das erste Mal so richtig Hardcore-Mining betrieben habe. Ich habe in der Bantam gesessen, ich muss mal gerade gucken, ich mache dieses Schiff mal eben auf. Das hatte damals noch einen Mining-Bonus, das war 2004, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Jeder, der irgendwie schon mal Kaldari geflogen ist und Fregatten, wird dieses hässliche Teil kennen. Und da habe ich mich gefühlt damals, also der Asteroid war riesig und ich mit meinem Schiff klein, vor diesen Asteroiden geklemmt, 6 Stunden lang, und habe mit 2 Minern, ich glaube Tech 1 oder so, 6 Stunden lang dieses Ding weggemeinert, im Sinne von...
Hingehen, warten, bis der Cargo voll ist, an die Station warpen, wieder zurück. Und das stundenlang. Auch ohne irgendwie Mining Boost oder so. Und Mining Barges und Ex-Summer und den ganzen Kram gab es nicht. Damals wurde noch mit Battleships gemeinert. Das war lustig. Damals haben die Schiffe, ich weiß nicht, ein Battleship hat nackt 120 Millionen ISK gekostet. Allerdings 120 Millionen ISK damals zu verdienen war wie heute, weiß nicht, Minimum eine Milliarde oder so. Das war eine gigantische Summe, 100 Millionen damals. Na? Ich finde irgendwie, du könntest öfters von so Zeiten erzählen. Ich mag das irgendwie, wenn du so Geschichtsstunden hältst. Ja, damals. Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Nee, jetzt mal ernst. Die das erst neu angefangen haben, die wissen gar nicht, was da so war. Ja. Ne? Die kennen jetzt nur das Einfache und wissen aber gar nicht, wie es war. Also ein berühmtes Beispiel ist, früher, bevor das genervt wurde, konntest du Afterburner und Micro-Warp-Drives vor allen Dingen, als die dann kamen, konntest du die noch stacken. Das heißt, du konntest mehrere Micro-Warp-Drives aufeinander stacken und dann bist du mit dem schnellsten Schiff bist du mit 0,5 AU. Nein, nicht im Warp, sondern du bist mit 0,5 AU durch die Gegend geflogen. Das war lustig, sag ich euch. Oder auch so diese ganzen Nano-Dommies, also die Dominix, das Battleship, die hat man da so umgebaut, dass sie schnell wurden und mit Rigs und lauter so einem Stuff und die, ich weiß gar nicht mehr, was flogen die? 2,5 km oder irgend sowas? Oder 3? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das war jedenfalls für ein Battleship abartig schnell. Nur in den letzten, ich glaube, 1,5 Jahren oder so ging es wieder langsam in Richtung hier durch die Machariel und so in die Richtung, dass es schneller wurde. Weil ja, schaut dir die Nightmare an mit ihrem Bonus auf Afterburner. Ja, die neue Nightmare ist ja, was fliegt die 5K oder so, glaube ich. Quatsch, 2. Nee, warte mal. Was fliegt die nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich fast umgekippt bin, als ich es auf dem Fanfest präsentiert haben. Was haben wir denn hier? Was? Nightmare. Wie schnell ist die denn? Okay, wir sind leer gesaugt. Was fliegt die denn? Maximum Velocity 114 Meter pro Sekunde. Aber mit Afterburner ist die sehr viel schneller, kann ich mich erinnern, mit Bonus. Was hat die denn? 30% Bonus auf Afterburner. Na dann. Krank. So, das noch in die Orca rein. Ich zipp, glaube ich, mal schnell durch die Bells. Zipp, zipp, zipp. Und tschüss. Und wieder immer die Drohnen stehen gelassen. Immer wieder ich. Hat Goblin Cash 1? Ja. Ah, ich habe noch welche dabei. Egal. So. Verdammt, ich muss ja warten, bis die Dings wieder da ist, bis die Orca wieder da ist. Was haben wir denn? Oh, hier haben wir Pyrox. Schauen wir mal in die Info, wie viel Noxium da rauskommt. 5 Units. Scordit. Ja, das Belt hier sieht ganz nett aus. Warpen wir mal eins weiter. Also die 4-1 mal merken. Jetzt fliege ich mal in die 6-1. Das fand ich übrigens auch eine sehr coole Sache, dass sie damals diesen in den Warp Sache endlich gepatcht haben, dass nicht mehr alle Schiffe extrem unterschiedlich im Warp in den Warp reingehen und auch im Warp extrem unterschiedlich schnell sind. Okay, das Belt hier ist auch ziemlich zerpflückt. Okay, schauen wir mal. Nächstes Belt. Ein paar große und viel Kleinzeug. Schlupp. Nächstes. So.
Nein, das hier auf keinen Fall. Next one. Jetzt könnte ich die Leopard gebrauchen. Ich bin mit zweiten hierher geflogen. Das ist wahrscheinlich eines der coolsten Reiseschiffe oder das coolste Reiseschiff, das sie je gemacht haben. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du da mehrere Plexe drin hast und sie dich abschießen. In Cheetah. Kriegt man das hin? Geht das? Ja, ja. Also ich meine, du musst ja nur Rechtsklick Warp machen und du bist ja, ich sag mal, in gefühlt 2 Sekunden im Warp oder so. Das reicht. Ja. Aber ja. Wenn du Autopilot anhast. Ja, bitte, wer fliegt mit Blacksen im Shuttle mit Autopilot durch die Gegend? Also ich meine... Ja, das ist tatsächlich so richtig doof. So dämlich kann man doch gar nicht sein. Bitte. Also ich meine, ich war ja schon dämlich, als ich letztens mit 5 Plexen nach Cheetah im Shuttle geflogen bin, aber ich bin nicht im Autopilot geflogen und, wie soll ich sagen, so oft werde ich jetzt nicht abgeschossen, wenn ich irgendwas transportiere. Ja, jetzt wahrscheinlich schon. Also ich wurde erst abgeschossen mit Autopilot, so ab auf der Route Cheetah-Mar. Okay, ja, das kann passieren. Ja, es war auch mal eine recht billige Route. Einfach. Nur 100 Millionen oder so. Ah, nur. Für 100 Millionen? Da haben sie sich abgeschossen? Ja. Sehr interessant. Die schienen sich schon teilweise für weniger ab, die Deppen. Das waren 4 Faction Torpedo Launcher. Ich wollte mal okay, gucken, wie weit sie noch der Golem kommt damit. Weg? Ja, Faction oder Pirate? Faction. Okay, 6-6 mal merken. Wie viel Pyrox ist hier drin? Pyrox, ja, ein bisschen was, ja, 6-6 auf jeden Fall mal merken. Ups. So, fopp. Du kannst einen Warp-Inpoint broadcasten, dann können sie alle schon mal dahin. Ja, beziehungsweise der Staffelführer kann mich dann einfach anwarpen und das mit dem ganzen Squad und dann... Das Bild hier sieht auch nicht so schlecht aus. Hat sich doch die ganze Zeit gemacht, oder? Aber da sind ein paar größere, in 6-6 sind ein paar größere Feldsparbrocken. So, schauen wir mal. Next 7. Ups. Ah, die Venture ist aber ein flottes Ding, also... Kann man nichts sagen. Gerade so als Anfänger, Mining-Schiff oder so. Ich wünschte, ich hätte sowas früher gehabt, sag ich euch. Eine macht jetzt 847 Spitze. So, ohne Warp. Boah, ich weiß gar nicht, ich muss mal reingucken, was macht denn meine? Attribute. Kannst du einfach auf das Plus gehen. Mit Maus 418 ohne. Ohne Afterburner und mit 917. So, der Belt ist auch Müll. So, weiter. Ich hab sie gleich alle durch. Bleibt's also bei den 6er? Wahrscheinlich, aber ich will noch nicht schreien. Okay, der Belt ist auch Müll und der letzte. Es gibt ein paar echt interessante, aber der 6-6er ist ganz cool, weil Pyrox da ist einiges und weil Weltsbar ein paar größere Brocken, also sind schon ein paar ordentliche Brocken dabei, also. Eigentlich müsste es mal einen Scanner geben, der einem nicht in so einer blöden Tabelle das alles, wie soll ich sagen, irgendwie informativer das ausdrückt, ob das Belt jetzt... Okay, ich wollte jetzt mal die 6-6 zurück. Ja, ja, genau. Ja, im Sinne von, wie lukrativ ist der? Im Sinne von, wie viel Kubikmeter Weltsbar sind hier drin und nicht 1.342.746,35 Einheiten oder so, weil damit kann man zwar schätzen, aber... Das ist Skill. Schau dir JJ an, wie gut der das schätzen konnte, wie viel in der Welt ist. Ja, JJ ist aber auch, ich glaube, der krasseste Mining-Pro, den es je gegeben hat.
So vom Gefühl her. Ich meine, es gab meiner und dann gab es noch JJ nach dem Motto, ah, Jungs, gehen wir heute Abend mal meinen. Ja, okay, hast eine kleine Gruppe, kommt JJ mit seinen 20 Fantastilliarden Accounts und noch Frachter dabei und dann haben wir so viel gemeinert, dass wir wir waren mit zwei Frachtern da und, oder einem Frachter? Nee, wir waren mit einem Frachter und zwei Orcas da und wir, wenn der Frachter weg war, haben wir immer beide Orcas gebraucht, weil wir plus seine ganzen Accounts, ihr könnt mich übrigens anwarpen, weil wir und seine Accounts in der Zeit, wo er weg war, quasi zwei Jumps mit dem Frachter und zurück, immer so viel gemeinert haben, dass in der Zeit beide Orcas voll waren. Ja, ja, wir hatten da eine Bunker-Obelisk da gehabt. Also knappe 800.000 Kubik zum Bunkern. Dass die Charon hin und her fliegen kann. Ja. Vergiss nicht, wir haben uns dann ja teilweise in zwei Builds aufgeteilt, weil es sinnlos war, alle in einem Build. So, ich schmeiß jetzt mal alles, was nicht Remove from Overview, alles, was nie Weltsbau der Pyrox ist, aus meinem Dings hier raus. Weltsbar, Weltsbar, Pyrox. Concentrated Weltsbar. Müssten 200.000 bis 300.000 Kubik sein. Der ganze Welt, meinst du? Ja. Ja, ich glaube, da hätten wir jetzt selbst mit unserer größeren Mining-Gruppe jetzt ein bisschen was dran zu knabbern, sag ich mal. Nee, das hätten wir ignoriert, weil die Brocken zu klein sind. Ja, die Pyrox-Brocken und so, ja, aber die Feldspar-Brocken hier sind schon... Ja. Ja, aber ich weiß nicht, an den Pyrox-Brocken hängt man eine Weile, selbst wenn die so klein sind, habe ich immer den Eindruck. Ja, er meint ja jetzt auch nicht die physische Größe, sondern den Inhalt. Ja. Aus den also wir sind. Normalerweise haben wir Belts mit Felsbaubrocken unter 80.000 Kubik gar nicht erst angeflogen. So in der Richtung. Da waren wir zu schnell durch. Die halt mit solchen Belts hatten wir in einer halben Stunde leer gesaugt. Du musst ja bedenken, wenn. Also für alle Nicht-Hulk-Piloten. Kapi hat es ja vorhin schon mal angedeutet, oder war das Boy? Ich bin mir nicht sicher. Also wenn du mit der Hulk, mit den drei Minern, wenn du da ein bisschen Bonus in der Mining-Gruppe und so weiter hast und dann lässt du die drei Miner laufen und innerhalb eines Zykluses, also ein paar 70 Sekunden sind es, hast du einfach mal 5000 Kubik gemeinert. Und wenn du dann irgendwie mit, sagen wir mal, zwei Orcas und einem Frachter und dann halt 10, 12, 13 Hulks da drin stehst, da hast du halt in einer Minute einfach mal, warte... Rechnen wir es doch mal aus. Die Hulk meinert in jedem Zyklus so viel wie ich, wenn ich meine Venture immer voll mache. Annähernd. Ja, also annähernd. Ein Zyklus sind 2700 4... und ein bisschen was, glaube ich, ne, Kubik. Ja, knapp 4000 Kubik in 82 Sekunden. Ja, gut, dann genau Unterschied. Ich müsste jetzt Jayden mal ranholen, um das mal auszutesten, aber die Hulk und er sind einiges weg. Aber ich kann mich erinnern, es waren immer... Mal nachdenken, es sind 2007, 2900 oder sowas, glaube ich, Kubikmeter, die ich meine. Nee, in sie 60 haben runtergenommen. Die fehlen 200 Kubik. Ich habe letztens... Ich weiß es gar nicht mehr. 2700 habe ich im Kopf, als ich letztens nach dem Patch gemeinert habe, wo mir angezeigt wurden, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher gerade. Weil ich war nämlich fort, oder? Warte mal, wann war ich zuletzt meinern? War das vor dem Industriepatch oder nach dem Industriepatch? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also ein Zyklus von der Hulk sind bei mir gerade 4157 Kubik. Okay. Aber ich habe auch nicht das 5er Implantat drin und Michi auch nicht.
Ja, das 5er Implantat, also das Mining Foreman hatte ich drin, allerdings ist es in der Gruppe mit Bonus ja dann egal. Also okay, sagen wir mal 4700 Kubik mal, sagen wir mal 12 Personen, sind es 56.400 Kubik in der Gruppe pro Zyklus. Also ein paar 70 Sekunden ist das, glaube ich, dann mit Bonus. Wenn ich mich recht entsinne. Das sind also ungefähr 10% nochmal runter. Also so, ja, 50, paar 40.000, paar 50 anfangen, 50.000 Kubik in der Minute ungefähr. Mhm. Da hat sich Boy aufgeregt, dass er nicht hinterherkommt. Mit dem Hin- und Herfliegen. Ja. Und für größere Belts haben wir immer 1 bis 2 Stunden gebraucht, kann ich mich entsinnen, in der Gruppe, ja. Da war dann aber auch in dem Belt so 2,5 Milliarden oder so 2,5 Millionen Kubik drin. Ja. Aber das wirst du im 08er System wohl kaum kriegen. Ja, beziehungsweise wenn wir da mal so einen Abend gemeinert haben, sind dann allein an Tritanium mal so 100 Millionen ganz gern mal zusammengekommen, also ja. Hatten wir dann nicht teilweise an Mineralen, an Erzen so um die 15, 16 Millionen Kubik? Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Weil ich habe immer nur, also was ich mir gemerkt habe, waren dann immer nur halt, was am Ende bei rauskommt. Aber bei Tritanium Weltspar war es ja immer Faktor 3, ne? Also von daher, was die Kubikmeter angeht, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mich nur an unser letztes Coop Mining erinnern, wo wir dann noch gewettet haben, jeder um, ich glaube es waren 100 Millionen, wie viel drinne, wie viel wir an den Abend gemeinert hatten. Und dann auch ein Frischling Kelong gewonnen, der 14 Tage gespielt hatte, dann den Pot gewonnen hat. Ja. Und das waren dann, ja, ich glaube, eine halbe Milliarde oder so. Ja. Was ist eigentlich der nächste Pyrox da? 19 Kilometer von mir weg und ich komme wie weit? 20. Jetzt schalten wir den einen Kollegen doch mal hier ab. Ziel mit dem anderen auf den Pyrox-Ruinen da drüben. Was? 18 Kilometer? Wieso sagt mir das Ding Optimal Range 20, wenn ich 18? Ach so. Aufschaltentfernung? Ja, Aufschaltentfernung. Ich kann weiter minern, als ich locken kann. Was ist das denn bitte? Ja, ich geh's nämlich hoch. Also ich hab hier nämlich auch Optimal Range zum Minern, sagt er mir bis 17 Kilometer, aber ich kann glaube ich bloß bis 15 aufschalten. Oh Mann. Das ist ja jetzt peinlich, oder? Ach, ich hab deine beiden Drohnen mitgenommen. Kannst du aus dem Hangar rausholen. Oh, cool, danke. Ja, das ist halt so. Ich weiß nicht, wie oft meine ich in der Venture? Warte. Beim Tutorial. Wann habe ich das Tutorial hochgeladen? Anderthalb? Ich glaube, das 2 Jahre schon? Vor anderthalb Jahren oder so? Weiß gar nicht. Ist ewig her. Oh. Ich glaube, die Venture wird langsam voll schon. Wie weit muss ich nochmal an die Rangen sein, dass ich auf dich zugreifen kann? Ich glaube 2,5, ne? Ja. Dann machen wir doch mal Keep at Range 2,5. Also ich hab da mal, ich hab da mal 2000 drin bei Keep at Range für die Sachen. Ja, plus minus ein bisschen was, der wie der die Automatik kann ich richtig stoppen. Genau. Nochmal Keep at Range, Set Default? Nein, Moment, das muss ich dann oben einstellen. Die Orca könnte auch eigentlich noch ein Stückchen rankommen.
theoretisch schon, ja. Ist nur die Frage, in welche Richtung. Naja. Ja, einfach in die Mitte des Beldes. Jayden, dann setz dich mal in die Mitte, dass du an alles rankommst. Ich gehe auf Folgen. Okay, ich versuche... Was haben wir denn hier mit? Ich da vorne, den da. Lass mal gucken, dass hier möglichst 418 Kilometer Reichweite ist. Ihr könnt auch einfach einen Container rauswerfen, den ziehe ich mir dann ran. Wie das? Mit einem MTU. Also mobile Traktor Unit. Nee, ja. Nicht ranziehen, sondern das rauswerfen. Du klickst mit Rechtsklick auf die Erze und dann Abwurf. Oder Jettison im Englischen. Ah, Client. Jettison, okay. Ja, das kannst du alle 3 Minuten machen, dann droppst du so einen Container, der packt fast 27.500 Kubikmeter und der hält ungefähr so Pi mal Achselhöhle 2 Stunden, da gibt's keine feste Zeit. Ja, aber so weit ist ja die Orca da auch nicht weg, da kann ich auch ranfliegen. Okay, da sind einige von den Großen noch ein bisschen ab vom Schuss, aber mal gucken, wie weit ist der weg. 14, hier 20, ist egal. Ich tendiere fast dazu, noch ein bisschen weiter nach rechts zu fliegen. Und unterhalb ist auch ein bisschen was. Was haben wir denn hier? Oh, 6. Sehr nah, ja, ich denke mal, so müssen wir ungefähr an das meiste rankommen. Rechts, das sind nur, was haben wir denn hier? Sind das kleine Feldsparbrocken oder was ist das? 19. Okay, ja, wenn ich fliegen wir einfach nachher noch ein bisschen links rechts. Beziehungsweise, ja, egal, fliegen wir nachher noch einfach ein bisschen links oder rechts in irgendeiner Gegend fertig. Also. Und wieder hat mich mal wieder keiner drauf hingewiesen. Auf was? Flottenhanker ist voll. So, gucken wir, ist hier noch alles anwesend. Mana hüpft da hinten rum. Feni mit der Venture. Es sind wohl viele auf Keyback Range hier. Oh, jetzt kann ich auch schon wieder was reinschmeißen. Juhey! Mach mal deine Drohnen raus. Bist du schon am, Ja, ich bin in Reichweite. Ja, beziehungsweise was früher auch nicht ging, das wird euch jetzt vielleicht ein bisschen, ne, alte Geschichten von damals. Es gab früher, also heute hast du ja um alle Objekte quasi so eine Art unsichtbaren Kasten. Das heißt, du warpst auf Null an ein Dings heran und kannst auch gleich docken. Aber in Wirklichkeit bist du noch so 15, 20 Kilometer von irgendeinem, Objekt, sage ich jetzt mal, wie eine Station entfernt. Diesen unsichtbaren Kasten gab es früher aber noch nicht. Deshalb hast du früher Rechtsklick nicht Warp auf Null gemacht, sondern du hast es angeworbt und warst dann 15 Kilometer von diesem Ding entfernt.
Aber du musst es auf 2 Kilometer oder so oder auf 0 oder so irgendwas früher ranfliegen, um diesen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Sternentor, auch nutzen zu können oder um andocken zu können. Das heißt, du bist früher in die Station geflogen und durftest dann erstmal nochmal 15 Kilometer fliegen, um auch andocken zu können oder um ein Stargate nutzen zu können. Endeffekt war, früher zum Beispiel, wenn du irgendwelche Travel-Sachen anlegen wolltest, Sternentor-mäßig, um zum Beispiel vom Highsec ins Nullsec zu kommen, hat man früher mit Bookmarks gehandelt, weil dann irgendwie die Route X einfach dann immer abgeflogen wurde und ein Bookmark 15 Kilometer quasi, also du bist, wie soll ich sagen, du kommst in Sternentor X raus und warpst an das nächste Sternentor. Und da ist irgendjemand 15 Kilometer hinter dieses Tor geflogen, hat einen Bookmark gemacht, aber wenn du dann quasi ja geworbt bist und diese 15 Kilometer im Sinn, bist du ja quasi genau auf dem Sternentor gelandet. Warp auf Null ging ja nicht. Und dann wurde früher für viel Geld mit diesen Bookmarks quasi gehandelt. Gerade so in Kriegszeiten oder so war sowas immer sehr hilfreich. Irgendwelche geheimen Routen, die man schnell von A nach B abwarpen konnte, das war einfach nur geil. Ja, Hammer. So 70 Jumps war da gefühlt nicht in irgendwelchen zig, hey, wie viele Stunden du da gebraucht hast, abgeleiert. Oh, ich werde angestupst, aber ich kann leider dummerweise nicht gucken, was da ist, weil ich kann nicht nach rechts gucken. So, oder nach links. Also im Sinne von, ich kann nicht auf meinen rechten Monitor gucken, weil wenn ich den Client hier zumache, dann ja, stoppt auch leider die Aufnahme. Vielleicht kann man mich gerade nicht mehr hören. Doch. Also hier. Man kann mich hören. Jetzt schon, ja. Okay, weil irgendjemand hat mich gerade angestupst, aber ich weiß nicht warum. Also der Boy ist gerade wieder reingekommen. Da hat mich wahrscheinlich der Boy angestupst. Ja. Was wolltest du denn, Boy? Sagen, dass ich wieder da bin. Ach so. Ja, oder ich bin früher auch mit der Moa rumgeflogen und früher hat man bei vielen Kaldari-Schiffen, anstatt wie heute hier Hybrid, hat man noch Laser gefittet und die Moa war noch davon eins. Da kam ich irgendwie nach 2 Jahren Pause, ich glaube 2005 habe ich Pause gemacht bis 2007, kam ich zurück und so, hey, was für Schiffe hast du denn? Ja, Moa mit meinen Lasern und die so, wie Laser auf der Moa. So, ja, Laser auf der Moa, warum? Das hatten die dann in den 2 Jahren hatten die das weggepatcht, den Bonus auf der Moa für Laser. Sag mal, wie hast du es eigentlich ausgehalten, trotz EVE-Anfangszeit und Core-Gaming trotzdem bei EVE zu bleiben? Wie soll ich sagen, der eigentliche Grund, und das geht wahrscheinlich vielen mit mir so, vor allen Dingen, die damals angefangen haben, waren, dass uns halt viele Star Trek und Star Wars Spiele gab es ja im Prinzip schon, viele gute, auch wenn keine MMOs, aber es gab schon viele gute und viele, ich habe damals angefangen, weil ich halt so eine Art, sagen wir mal, Sci-Fi, Schrägstrich, so Star Trek, habe ich früher immer im Kopf gedacht, Spiel gesucht habe, das halt mal so eine Art, wie soll ich sagen, Universum bietet, in dem du alles Mögliche machen kannst. Und EVE Online ist genau das gewesen. Ja. Und auch schon damals in der Komplexität, im Vergleich zu heute ein Witz, ja, aber auch schon damals einfach gigantisch gewesen. Weil diese ganzen Grundfunktionen wie Schiffe bauen, Minern, PvP, Mission Running und der ganze Kram, das gab es ja damals auch schon. Auch wenn es viel schwerer auszuführen war, weil die UI war, Leute. Hey, ich glaube, ich habe mir das irgendwie zu Anfangszeiten mal angeguckt und habe nach 2 Stunden das wieder gelöscht von der Platte und dachte mir so, nee. Also ich kann mich erinnern, es ist ja viel bei mir auch lost in gelöschter Space in meinem Gehirn so ungefähr, aber also die UI am Anfang kann ich mich erinnern, das war's, also ich habe das Spiel angemacht. Einfach nur grottig.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel angemacht, habe ständig irgendwelche Fehler angezeigt bekommen, weil irgendwelche Sachen nicht wechseln. Die Server waren so oft offline wegen irgendwelcher Probleme. Patches haben manchmal Tage gedauert, das ist kein Witz. Nicht Stunden wie heute, sondern Tage. Das sind so Kleinigkeiten gewesen, wie die UI war früher nicht transparent, sie war nicht in der Größe veränderbar, sie war in ihrer Position überall immer fest. Also das war ein Graus früher. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe. Und es gab früher immer noch so ein kleines Radar unten, was sie angezeigt hat, wo was in deiner Umgebung ist. Im Prinzip das, was du heute hast, dieses Overlay, was du anklicken kannst auf der linken Seite neben deinem Schildanzeige und so. Oben links Tactical Overlay, Steuerung D. Das war früher so eine kleine Anzeige unten in der Ecke. Auf alten Screenshots kann man das noch sehen. Ach ja, Tech 2 Items gab's früher gar nicht. Tech 2 Schiffe gab's gar nicht. Mining Barges gab's nicht. Und Examen habe ich ja vorhin schon erwähnt. Es gab im Prinzip nur Fregatten, Cruiser wie die Drake zum Beispiel. Also Battlecruiser gab's nicht. Die Drake sind Battlecruiser, Entschuldigung. Cruiser gab es. Und Battleships. Und um Schiff. Und um Skills schneller lernen zu können, musstest du lernen skillen. Ja, genau. Du musstest Learning Skills skillen. Wobei, das haben sie ja erst vor 2-3 Jahren, glaube ich, gekippt, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir nicht sicher. Es haben damals viele aufgehört. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Weil dieser Tech 2 Kram kam und mit den Änderungen viele damalige Urgamer so angepisst waren, dass sie das Spiel gequittet haben. Ja. Oder auch Transport. Ich meine, Frachter gab es nicht. Du bist dann immer mit irgend so einem kleinen Industrieding, bist du durch die Gegend geflogen, in größeren Flotten oder allein und hast diese gigantischen Anzahlen von Kubikmeter von Erz. 100.000 oder so von Erz durch die Gegend transportiert. Einfach. Geschubbert. Ja. Ja, und jetzt gibt's sowas Geniales für den Erzfrachter. Ja. Und die Miasmos ist ein richtig geiles Teil, also kann man nicht sagen. Warte mal, wie viel? Ich glaube 60, also wenn du es auf 5 hast, glaube ich... 75, obwohl. Ne, warte mal, ich glaube 60, ich weiß... Obwohl, es ist ja egal, wie dein Skill ist, der Ori Hold ist immer gleich, glaube ich, ne? Der erhöht sich mit Skill auch. Ne, der erhöht sich. Also ich hatte letztens mit... Ich weiß gar nicht mehr, welcher Char hatte ich ein paar 60.000 Kubikmeter. Bin mir nicht sicher. Ist jedenfalls ziemlich cool, das Ding, auf jeden Fall. Definitiv. Vor allen Dingen verdammt schnell. Du meinst die Miamo. Miasmos, ja, genau. Miasmos. Doch, Miasmos heißt. Habe ich dir doch gesagt, die sollst du nehmen wegen den Erzen. Ja. Ich habe eine Miamo in der Nähe hier. Soll ich die holen? Brauchst du nicht. In die Orca geht mehr. Ja, dann ist auch der Boost weg. Ja, und dann ist der Boost weg. Ja, also sag mal so, als Puffer, wenn die Orca mal nicht da ist, kann man die Miasmos nutzen, aber dann meinerst du auch nicht mehr. Das ist dann halt auch so ein Ding. Also ich weiß nicht, hier am System können wir ja im Prinzip, kann er ja direkt docken und er ist ja nur ein paar Minuten weg. Und in der Zeit... wird die Hulk sich vollminern, aber ich zum Beispiel in der Venture nicht und die Retriever wird sich wahrscheinlich auch in der Zeit nicht vollminern. Also wird schon schief gehen, sag ich jetzt mal. Ich muss machen, 14 Minuten Wecker. Wie viel Uhr haben wir denn? Oh, 11 schon bald. Wow. Ja, die Aufnahme läuft jetzt auch schon 2 Stunden oder so und wir haben bestimmt auch einiges zusammengemeinert und ich muss es irgendwie auch noch wieder refinern, weil mit meinem LP-Charakter will ich das auf gar keinen Fall machen. Weil jeder andere Spieler würde das auch irgendeinem Kumpel geben, um es zu refinern. Also werde ich das auch tun. In dem Fall entweder meinem Alt oder irgendjemand anders, der das ohne Verluste machen kann. Mal gucken. Und bist du komplett voll? Ja, ja, die Orca ist voll. Okay. Die Orca ist voll. Das ist dann die dritte. Hey. Also. Wir haben schon was gemeinert, ne? 3x18. Von 60.000 Kubik.
Ja, ich glaube, ich meine jetzt nochmal hier auch dann meine, meine Venture voll. Und, ja. Dann werde ich auch die Aufnahmen stoppen. Ich bin mal gespannt, ob ich die zwei, drei, doch die zwei, drei Stunden müssen auf die Platte gepasst haben eigentlich. Das dürfte nicht so das Problem sein. Ach ja, und für alle, die vor 2007 oder 8 oder so angefangen haben, das Original war ja noch ein DirectX 8 Client. Die neuen Grafiken. Und, Ja, genau. Als ich die neuen Sterntore gesehen habe, die damals neu, heute, naja, aber damals neu aussehen könnte mit diesen im Vergleich gigantischen Polygonanzahlen und so, das war, also ich konnte es nicht glauben, als sie das damals gepatcht haben, echt wirklich. Wenn du ganz am Anfang wirklich die ersten Grafiksachen vergleichst mit dem, wie das Spiel heute aussieht, dass der Unterschied ist unglaublich. Gerade zum Beispiel hier die Ruinen, wenn man das hier sich so anguckt. Die meisten Deutschen sind über DOS dazugekommen, als er bei Giga angezeigt hat. Ja, es gab viele bekannte Anfängerkorps, also zum Beispiel DOS ist einer davon, Denial of Service. Ja, Jack Earthfire zum Beispiel, ja, und auch der originale Jack Earthfire, weil der originale Jack Earthfire, der diesen Charakter erstellt hat, der lebt nicht mehr, seit einigen Jahren, der auch die Corp Earthfire gegründet hat, in der ich auch übrigens Mitglied gewesen bin, ist auch eine ziemlich bekannte Anfängerkorp gewesen, wo viele angefangen haben, ursprünglich in Deutschland, Und ich habe mir sagen lassen, die Titans, die gab es ja auch nicht von Anfang an, oder? Nein, die gab es auch nicht von Anfang an. Die haben sie auch hinzugefügt. Und der Titan ist ursprünglich, bevor er genervt wurde, die ultimative Zerstörungswaffe gewesen. Genau. 1 Million Damage in Umkreis von Vivor. Da hat er ja noch nicht Damage gemacht, den macht er jetzt ja auch nicht mehr. Ja, genau, eben. Das wurde dann erst mit Dings. Aber dieser AAE-Damage, der ging über... Ich weiß gar nicht. Also 300 Kilometer auf jeden Fall. Also alles im Umkreis, was irgendwie nicht ein geiler, richtig krasser Tank war, war sofort tot. Aber die versucht haben zu bauen, die müssen doch große Augen bekommen haben, oder? Als sie gesehen haben, was das für Anforderungen sind. Ja. Also gut, jetzt zu bauen, brauchst du circa, wenn du alleine meinst mit einer Hulk, ungefähr ein Jahr, wenn du 10 Stunden am Tag minerst. Jeden Tag. Um die Mineralien zusammen zu kratzen. Ja, und dann musst du ihn immer noch bauen können, weil um ihn zu bauen, brauchst du 06-Base-eigenen. Und 06-Base kannst du nur mit Allianz haben. Ja. Also nach wie vor, auch wenn es Titans auch durch das viele Geld, was die Allianzen haben, ja. Auch wenn es mittlerweile sehr viele Titans gibt, aber es ist immer noch ein riesen, wie heißt das auf Deutsch, Achievement, so ein Ding zu bauen, ist aber nicht vergessen. Und das Ding ist halt einfach mal 13 Kilometer lang. Die Teile sind schon riesig. Das kommt einem, wenn du im Battleship sitzt oder so, nicht mehr ganz so riesig vor, aber wenn du damit mal mit irgendeiner Scanfrick oder so vorbeifliegst, dann... Und vor allen Dingen... Was man immer machen muss, wenn irgendjemanden, der jetzt hier gerade das Video guckt, mal einem Titan begegnet, macht nicht den Fehler und guckt euch den aus eurer eigenen Perspektive an, sondern macht Look at auf den Titan und versucht euch dann zu finden. Das ist immer lustig. Ja, also quasi du guckst einen 13 Kilometer großen Titan an und dann versuch dich als Frick mal von 80 Metern zu finden. Ja, du kommst dir vor, als wärst du eine Drohne. Ja. Nee, die Titan-Kronen sind noch größer als du. Überleg doch mal. Ja. Da hieß Schlacht Ende Januar. Die Battleships sahen aus wie Drohnen. Ja. Ja. Das stimmt. Wie viel hatten sie davon? Wobei, 200, du meinst bestimmt Battle of Azakai, oder? Kapi. Nee, B-B. Nee, B-B. Nee, weil ich glaube nämlich... Weil ich glaube, bei B5RB war Kapi gar nicht aktiv, kann das sein? Ich war Asakai. BR5RB warst du nicht aktiv. Anfang des Jahres warst du nicht aktiv. Klar, Januar, Februar war ich noch aktiv, da wo das war.
Ja, weil das danach, nach diesem... Das Euro oder sowas da geschrottet hat, mal mit 250. Das war B5RB, genau, ja. Mit den 300.000 Euro, ja. Weil Battle of Azakai war das kleinere von beiden und B5RB war das größere. Mittlerweile das Video, was wir ja auf dem Fanfest gesehen haben, haben sie auch mittlerweile auf den YouTube-Kanal von EVE Online gestellt. Das hatten sie am Anfang ja nicht gemacht. Man muss ja sagen, auch EVE Online hat ja, glaube ich, auch irgendwie so, ich glaube, 7 oder 8 Jahre lang den Rekord für die meisten Spieler auf einem Server gleichzeitig online gehalten. Ich glaube, erst vor einem Jahr oder so hat World of Tanks den abgenommen. Allerdings finde ich das auch immer noch einen unfairen Vergleich. World of Tanks sagt es auch eigentlich gerade ja wieder so ein Schlagwort raus, ne? Das stimmt, ja. Aber ich finde, das kann man auch von der Serverlast her und so, das kannst du überhaupt gar nicht vergleichen, weil ich meine, der EVE Online Cluster ist einer der größten Server, also im Gaming-Bereich sowieso der größte Server-Cluster überhaupt, der existiert und überhaupt einer der krassesten, wie soll ich sagen, Server-Cluster überhaupt, den es gibt in der Welt. Das ist einer der, ich weiß nicht, Top-Supercomputer, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Platz der EVE Online Cluster ist. Das darf man ja nicht vergessen. Und da sind im Schnitt 40.000 Leute online, was für World of Tanks vergleichbar klein ist. Aber ich meine, in World of Tanks, die müssen berechnen, ein paar Panzer, die durch die Gegend fahren und den Schaden, den die verursachen und den sie kriegen und Häuser, die umfallen und so, okay. Jaden, nimm mal bitte den Vertrag an. Vertrag mit Jaden oder mit Julia oder Janine? Julia. Moment. Die anderen beiden sind ja nicht online, oder? Nein. Und du weißt am besten, zu wem du schicken willst. Ja. Ist noch viel gepostet. Ja, was haben wir denn hier? 20.716 Feldspar. Ah, du hast mehrmals gemacht. Ah, ich muss das beim nächsten Mal, wenn ich es noch nicht verbaut haben sollte. Ja, das ist der erste, es kommt dann noch ein Vertrag. Muss ich, glaube ich, das Ergebnis dann mal da habe ich etwas gefehlt und zeigen, bin ich zur falschen Station geflogen. Das kann sein. Wäre aber nicht ganz so schlimm, weil ich muss es sowieso erstmal refinern. Ja, also es passt alles in eine Charon rein, also. Boy, wie weit ist unser System von hier weg? Also ich nicht so wirklich weit. Vertrag schon angenommen? Ja, Vertrag schon angenommen. Okay. Okay. Ich bin mal gespannt, ich muss wahrscheinlich irgendwie Teile dieses Videos, das ich jetzt schon seit Stunden aufnehme, irgendwie ein bisschen zusammencutten, weil 3 Stunden Video sind, sagen wir mal, 15 Minuten, 4, 8, 12, 12, 13, 14 Videos oder so ist ein bisschen viel. Dann lade doch die 3 Stunden gesamt hoch. Könnte ich natürlich auch theoretisch machen, aber wer guckt sich 3 Stunden Video an? Da werden die Leute einmal Anfang, einmal Mitte, einmal Ende klicken, so ungefähr. Vor allen Dingen so 3 Stunden meinern. Wir können wobei, nebenbei eine Yoga machen oder so, keine Ahnung. Die Frage, die mir da stellt, ist, welcher Miner guckt sich beim Minern 3 Stunden lang ein Mining-Video an? Jeder? Ich wollte gerade sagen, also für Miner ist das eigentlich ein optimales Video, 3 Stunden lang mir beim Miner zugucken. Ist irgendwie witzig. Ich lad's einfach mal hoch, mal gucken. Ich, Vorsicht, das Coole,
Das Coole an den YouTube-Statistiken ist, YouTube zeigt dir auch an, wie viele Leute an welcher Stelle deines Videos in Prozent halt, nicht in Zahlen, aber in Prozent, dein Video geguckt haben. Und dann siehst du immer so einen Balken. Am Anfang ist dieser Balken immer noch nahe 100% und dann macht es so nach ungefähr, ja, ich sag mal, spätestens einer Minute fängt es dann an abzusacken, richtig krass. Und so nach dem ersten Drittel des Videos geht es dann immer stark unten und so die letzten zwei Drittel des Videos guckt dann immer nur der kleinste Teil, so ungefähr. Beziehungsweise in den ersten 15, 20 Sekunden, so mal jetzt ganz grob gesagt, fallen auch immer sehr viele Zuschauer weg, wenn man das so sagen möchte. Na, dann mach doch wie so ein Vorschau, schneide ganz viele schnelle Schnitte, Schnipsel zusammen, damit der Zuschauer denkt, oh, jetzt hier passiert was. Und dann bringst du halt 3 Stunden volles Programm Mining. Ja, das habe ich ja auch bei ein paar Folgen habe ich das auch ausprobiert am Anfang. Erst immer so ein paar, irgendeine Szene zwischendrin reinschneiden und dann auch das eigentliche Video erst starten. Boah, das funktioniert nicht, oder was? Ich habe es nicht mehr gemacht, deshalb, weil es zusätzlicher Schnittaufwand ist, um ehrlich zu sein. Aber ich könnte damit eigentlich auch wieder anfangen. Boy. Ich habe es einfach mal so... Ja, könntest du mal bitte 3000 ist schicken? Hast du mal geguckt? Ich bin gar nicht online. Okay. 2000 ISK. Ne, 3000. Ich habe 7500 hier und Vertrag kostet ja 7000. Wem? Kapi? Nee, an Larry. Kapi ist auch schon auf. Das hätte ich mir schon geschickt. Larry. Warte mal. Give Money. Ja, ja, an so einen Kleinigkeiten hapert. Der Kako sind 80 Millionen drinne. Yay. Für mein Cargo müsste. Das war die PET-Flasche hier, an der ich gerade getrunken habe. Ach, an die beiden Kleinen, die bis zum Schluss dabei waren. Schaut mal auf euer Konto. Und gute Nacht. Nacht. Super. Die beiden Kleinen. Nacht. User disconnected from your channel. Meinte er die euch beide Neulinge? Denke mal, ja, ja. Was hat er euch überwiesen? Das ist ja die Frage. Also wie viel nur? Interessiert mich mal. 10, 20, 50, 100 Millionen, ich weiß es nicht. Hab nix gesehen. Bin mir auch so nix angekommen. User joined your channel. Vom Wallet müsste das eigentlich ziemlich sofort sichtbar sein. Ein paar Sekunden nur. Muss halt auf. Eigentlich instant. Ja. Was ist los? Erstmal, hi. Irgendjemand hat ja Geld überwiesen, es ist nur die Frage, wem. Solche Fragen hätte ich auch gerne. Und sonst, wie läuft's? Oh, mein Cargo ist voll. So, jetzt muss ich mal gucken, wo mir Kapi den Kram hingegeben hat. Ich wollte eigentlich schon früher da sein, hat aber noch ein bisschen Verspätung wegen... Möbel. Ja, dann, ja, er hat es mir, glaube ich, tatsächlich an die falsche Station gegeben, aber naja, ist nicht so schlimm. So, mein Cargo ist jetzt auch gleich wieder voll. Was mache ich jetzt mit dem? Entweder mir geben oder behalten, wie du magst. Also, mir ist das, wo ist Viva, Hosni, Perdan, Job. Ich fliege jetzt mal in die Station zurück, in Perdan. Und werde mich mal dort ausladen. Und dann langsam auch das Video beenden. Ich bin mal gespannt, wie viel Gig das sind gleich. 15. 15, ja, schön wär's, wenn es so wenig wäre. Wie lange nimmst du schon auf? Ich weiß gar nicht, 2 Stunden bestimmt oder so. Ich kann es dir noch nicht sagen, weil ich habe keine Anzeige dafür im Display. Das lasse ich mir nie anzeigen.
beziehungsweise die Funktion müsste vielleicht in den Programmen nachgepatcht werden. Ich weiß gar nicht, ob es sie gibt. Ich habe gar nicht drauf geachtet, die letzten Monate mit den Updates. Immer noch Fraps oder was nutzt du? Nee, ich habe noch nie Fraps benutzt. Ich benutze DxTory. Ja, ja. Weil du damit Audiospuren direkt trennen kannst. Ja, genau. Kann sein, dass zwischendurch auch in der Aufnahme mein Handy ein bisschen drrrrt gemacht hat, aber das werde ich sehen. Ich hoffe nicht. Und wenn, solange du es nicht erwähnst, dass dein Handy mal wieder rumvibriert hat oder rumgemacht hat, dann ist es eigentlich egal. Das könnte nämlich dann auch, wenn irgendwelche Geräusche von Handys auftreten, das eigene Handy sein. So. Was haben wir denn hier alles? Oh, ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Gucken. Ich frag lieber nett. 186.918,5 Kubikmeter an Erzen. Oh, ist für unsere kleine Gruppe schon recht ordentlich. So kann man nichts sagen, ne? Bonus sei Dank. Aber er ist schon größer erlebt, ne? Ja, klar, aber ich meine, wir waren 2 Ventures, 2 Retrievers und 2 Hulks. Ja, dann waren die 3 Ventures. 3 Ventures, okay. Gut, dann werde ich mal diese Folge beenden. Diese Folge, wie auch immer. Meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat dieses recht lange Video gefallen. Gleich mal schauen, wie lang es geworden ist. Ihr kennt das Übliche. Ich wäre froh, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Haha, stundenlanges Reden. Haha. folgt mir auf Twitter und Facebook. Dort werde ich auch die nächste Zeit, wie bereits angekündigt, immer wenn Mining-Events stattfinden, posten, wann sie stattfinden. Oder auch hier, schaut in den Ingame-Chat D3XLP rein. Ihr könnt da joinen, indem ihr hier oben links einfach auf die Chat-Kanäle klickt. Dann wieder auf die Kanäle und dann könnt ihr hier einfach eintippen D3XLP und dann auf Beitreten bzw. Join. Ansonsten kommt gerne auf unserem TS vorbei. tcne.teamspeak.de steht auch nochmal im D3XLP-Channel hier. Könnt ihr immer schön beitreten. Besuch ist immer willkommen. Bis dahin, ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr tatsächlich das ganze Video bei Minern geguckt habt, schreibt mir mal drunter und wie es so war, stundenlang das Video zu gucken. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.